Was geht ab, meine Z-Fighter Oser hier, und heute zeige ich euch, wie ich die japanische Version von Dokkan Battle spiele, denn diese unterscheidet sich von der globalen Version in der Hinsicht, dass es eine komplett andere Applikation ist und eine eigenständige, heißt, ihr könnt auf der globalen Version nicht die Sprache auf Japanisch ändern, zumal es diese Option nicht gibt, und dann spielt ihr Dokkan JP. So funktioniert das leider nicht. Die japanische Version muss man sich komplett eigenständig downloaden und installieren, und heute wird es quasi drum gehen, denn die japanische Version kam jetzt zuallererst raus und nach circa 6 Monaten kam die globale Version online, und deswegen gibt es da mehr oder weniger diesen Unterschied in Sachen Content. Also in Global kommen die Sachen ja ein bisschen später als auf JP. Jedenfalls müssen wir auch hier zwischen zwei Versionen unterscheiden, nämlich wie tut man die japanische Version für Android herunterladen und die für iOS, also Apple. Wir gucken uns das Ganze erstmal für Android an, Freunde. Und zwar die Methode, die ich euch gleich zeigen werde, die funktioniert sowohl auf eurem Android-Smartphone als auch auf Android-Emulatoren. Ich selbst habe kein Android-Smartphone, deswegen gucken wir uns erstmal an, wie spielt man denn die japanische Version oder an sich Dokkan Battle oder an sich einfach Apps auf dem PC, nämlich durch Android-Emulatoren, Freunde. Und da kann ich euch zum einen den Noxplayer empfehlen. Ich nutze den Noxplayer, das ist ein Android-Emulator. Oder hier an der Stelle den BlueStacks. Was sind Android-Emulatoren? Um es kurz zu sagen, sind Android-Emulatoren, bildlich gesehen, Smartphones auf eurem PC. Heißt, ihr müsst euch erstmal gucken, ihr müsst erstmal selber schauen, welches funktioniert besser auf eurem PC. Bei mir funktioniert manchmal der Noxplayer besser, manchmal BlueStacks, deswegen habe ich beide online, beziehungsweise beide heruntergeladen. Und dann, was ihr jedoch dann macht, ist, nehmen wir mal an, ihr downloadet euch jetzt BlueStacks, ihr startet euren BlueStack, installiert das Ganze natürlich. Ich werde die ganzen Links, Freunde, die ich hier nutze, in die Beschreibung setzen. Da seid ihr auf jeden Fall dann gedeckt, schaut danach, und dort könnt ihr euch dann die ganzen, ja, Sachen holen, die ich hier nutze im Video, sage ich mal. Jedenfalls nehmen wir mal an, ihr startet euren BlueStacks Player, beziehungsweise habt das Ganze installiert und startet es dann. Das ist jetzt unser Startpunkt. Und das, was ich euch jetzt zeigen werde, wie ihr Dokkan Battle JP für die japanische Version herunterlädt und installiert, gilt auch, wie gesagt, für euer Android-Smartphone. Ja, ich habe, wie gesagt, kein Android-Smartphone, deswegen mache ich es mit Android-Emulator. Aber es geht bei beidem. Android-Emulatoren und Android-Smartphone. Jedenfalls, ihr habt euren BlueStacks gestartet, dann öffnet ihr erstmal euren Browser. Im Internetbrowser dann, nachdem das Ganze sich geöffnet hat, sucht ihr hier einmal, gehen wir mal einmal hier auf Google rein, google.de, und dann sucht ihr hier nach der Kuo-App. Hier steht es auch schon dran, ich habe danach gesucht, Kuo-App downloaden. Ich werde diesen Download-Link auch in die Beschreibung setzen. Ihr klickt dann, wir brauchen nämlich diese Kuo-App, um Dokkan Battle JP zu spielen. Ihr seht schon, da kommen die ganze Zeit Benachrichtigungen, das ist von der App. Jedenfalls geht ihr dann hier drauf auf die neueste Version. Download euch das Ganze runter, die Q-App. So sieht das Ganze aus, Freunde. Ich habe das Ganze schon gedownloadet, heißt, das Ganze wird sich erstmal downloaden, dann kann ich es installieren. Ich warte vielleicht noch ein bisschen, dann kann ich nämlich euch zeigen, wie das Ganze ist. Hier, bam, Download abgeschlossen, ihr klickt drauf und könnt das Ganze dann installieren, wenn ihr hier unten rechts auf Installieren klickt. Ich habe das Ganze, wie gesagt, schon installiert, deswegen haben wir die Q-App hier. Danach öffnet ihr die Q-App. Wenn ihr euch die Q-App geholt habt, sei es auf eurem Android-Emulator oder auch auf eurem Smartphone, öffnet ihr das Ganze, und aus dieser Q-App könnt ihr quasi alle japanischen Apps für euer Android-System herunterladen. In dem Fall ist es Dokkan Battle, aber auch alle anderen gehen. Und ihr seht schon, Dokkan Battle ist dick und fett im Startbildschirm, aber ihr könnt natürlich auch danach suchen, beziehungsweise ist auch hier schon bei den Hot Tags angezeigt, Dragon Ball Z Dokkan Battle. Das hier ist die japanische Version, das ist die globale Version. Ihr könnt mit der Q-App beide Versionen herunterladen. Ihr ladet euch hier quasi APKs runter, aber wie gesagt, die globale Version bekommt ihr auch auf Global so oder so. Ja, um die japanische Version geht es. Die japanische Version bekommt ihr hier durch die Q-App, wie ich es euch gezeigt habe, beziehungsweise hier zeige. Ihr klickt auf die Dragon Ball Z Dokkan Battle JP App drauf, und hier unten sollte dann erscheinen ein Herunterladen. Ich guck mal ganz kurz, damit ihr das gesehen habt. Bei dieses Spiel habe ich nicht. Hier steht dann dran Download, okay? Und so sollte es auch bei Dokkan Battle JP sein. Bei mir steht es jetzt nicht dran, weil ich das Ganze schon heruntergeladen habe. Dann lädt ihr das Ganze runter, installiert es euch auf euer Android-System und könnt dann quasi Dokkan Battle JP starten auf euer Android-System mit der Kuo-App, Freunde. Man kann es auch quasi separat über APKs herunterladen. Ich habe es mit der Kuo-App gemacht, mit der Kuo-App funktioniert. Deswegen kann ich euch das Ganze auch empfehlen. Ich werde den Link auch in die Beschreibung setzen. Falls es mal ein Update geben sollte, Freunde, für die Dokkan Battle JP-App über die Kuo-App, dann, also eine Versionsupdate, dann tut ihr das Ganze am besten über die Kuo-App updaten, ja. Da hat es nämlich die letzten Tage mal Probleme euch gegeben, oder ich habe die Fragen bekommen, ey, wie tut man das Ganze updaten? Bei mir funktioniert das mit der Kuo-App. Sollte über die Kuo-App funktionieren, wie gesagt, ich bin auch auf der neuesten Version, Version 1.0, und ihr seht schon, das ganze Spiel läuft hier. So viel zu dem Punkt, wie spielt man Dokkan Battle JP auf Android-Geräten. Wie gesagt, sowohl Android-Smartphone als auch Android-Emulatoren.
über die Q-App, Freunde. Ich werde den Link in die Beschreibung setzen, wie ich das Ganze installiert. Und wie ihr es gerade gesehen habt, müsst ihr euch das dann quasi über die Q-App runterladen und das Ganze funktioniert. Wie sieht es aber mit iOS aus? Freunde, mit iOS ist nochmal ein anderes Ding. Nämlich bei iOS müsst ihr euch zum einen erstmal eine japanische Apple-ID erstellen und euch das Spiel dann aus dem japanischen App-Store herunterladen. Das erste ist wahrscheinlich das größere Problem, sage ich mal. Wie erstellt man sich eine japanische Apple-ID? Freunde, ganz ehrlich, da müsst ihr euch ein bisschen Zeit nehmen und das selber am besten mal selbst googeln. Ich habe jetzt zum Beispiel mal gegoogelt, Apple-ID Japan erstellen und da kommen schon ein paar Sachen. Und da guckt ihr dann am besten mal rein, ob das Ganze tut oder nicht. Denn die Sache ist, ich habe das damals erstellt, beziehungsweise ein Kollege für mich erstellt, Shoutout an Anski, und es funktioniert noch, die japanische Apple-ID. Aber viele Methoden sind veraltet. Heißt, also viele Guides, sage ich mal, wie man sich japanische Apple-ID erstellt. Ob diese funktioniert, weiß ich nicht. Aber in der Hinsicht, wenn ihr eine Methode habt, Shoutout an euch. Wenn ihr eine Methode habt, die funktioniert, wie man eine japanische Apple-ID sich erstellt, dann schreibt es uns ausführlich in die Kommentare rein. Like diesen Kommentar hoch, Freunde, dann werde ich diesen Kommentar anpinnen, damit ihr dann quasi seht, wie das Ganze funktioniert. Also hier Shoutout an euch, hier brauche ich auf jeden Fall die Hilfe von euch, damit wir uns da alle gegenseitig decken. Jedenfalls, wenn man das Ganze dann gemacht hat, sich eine japanische Apple-ID erstellt hat, dann meldet man sich quasi im App-Store an mit der japanischen Apple-ID und wird dann auf den japanischen App-Store weitergeleitet. Und auf den japanischen App-Store, Freunde, das Ganze sieht da folgendermaßen aus, wie ihr das Ganze seht. Auf dem japanischen App-Store geht ihr dann einfach, nachdem ihr euch angemeldet habt, auf die Suchleiste, sucht nach Dokkan Battle und dann kommt auch schon die japanische Applikation für Dokkan Battle. Klickt einmal drauf, installiert das Ganze. Bei mir ist schon installiert, damit ich es euch zeigen kann, das Ganze funktioniert auch so, nachdem ihr das installiert habt. Und hier auch mit der Sache, Freunde, ihr könnt da ohne Bedenken, wenn ihr euch mit der japanischen Apple-ID angemeldet habt im App Store und das Spiel heruntergeladen habt, könnt ihr euch wieder in eure normale Apple-ID anmelden. Ihr müsst da nicht mit der japanischen Apple-ID angemeldet sein und alles funktioniert. Falls man aber wieder ein Update gibt, ein Versionsupdate, könnte es sein, dass ihr wieder in die japanische Apple-ID switchen müsst. In euer japanischen App Store, da das quasi die Versionsupdate updaten müsst, und dann könnt ihr aber wieder auf eure normale Apple ID rüber switchen und ihr seht auch, das Ganze funktioniert, Freunde. Und so viel zu dem Thema, wie ich Dokkan Battle JP spiele. Ich hoffe, das Ganze konnte euch ein wenig weiterhelfen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Viel Spaß mit Dokkan Battle JP. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be alright.